So, da hätten wir den Harley Benton WB20BK. Sieht auf den ersten Blick erstmal aus wie eine BC Rich Warlock, was ich als Slipknot-Fan schon mal ziemlich geil finde. Der Korpus ist aus Linde gemacht, eingeleimter Hals aus kanadischem Ahorn, Griffbrett aus Amaranth, ich persönlich kenne nur die Band. Es hat ein C-Halsprofil, der ehrlich gesagt auch ziemlich bequem ist. Eine Mensur von 864 mm, Sattelbreite von 43 mm, 24 Bünde, PB-Style Split-Coil-Tonabnehmer, ein Volumen und ein Tonregler und die Farbe ist natürlich schwarz. Also erstmal muss ich sagen, für den Preis von 139 Euro hätte ich deutlich Schlimmeres erwartet, um nicht sogar zu sagen, dass ich ziemlich positiv überrascht bin. Ich selber bin eigentlich kein Bassist, sondern spiele Gitarre, aber vielleicht kennt ihr das auch, dass man als Gitarrist mal auch ein bisschen Abwechslung haben will und sich deswegen vielleicht mal einen Bass holt, der aber auf dem Bankkonto nicht gleich so sehr wehtut. So hat es mich dann zum WB20BK geführt. Aber das Wichtigste ist, wie klingt denn das gute Teil? Hören wir doch mal rein. Fazit, für 139 Euro kann man hier echt nichts falsch machen. Und wenn ihr einen Link direkt zu diesem Bass wollt, steht unten in der Beschreibung. Solltet ihr den bestellen oder Fragen dazu haben, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und viel Spaß beim Bassspielen mit dem schönen WB20BK.